Was sind meine besten Eigenschaften? Also meine. Viele. Schönste Mann aus Island. Richtig guter Handballer. Wahnsinn körperlich. Schöne zwei Junge. Schöne Familie. Sehr gute Frau. Richtig gute Frau. Und danke, meine danke. Zweite Mama. Und dann bist du. Du hast alles unter Kontrolle, finde ich. Du bist richtig guter Sportler. Machst eine richtig gute Vorbild, würde ich sagen. Für mich und alle anderen. Ja, du hast viele Dinge. Und das freut mich, dass du so viele Worte gefunden hast. Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Ich lasse das genug. Danke. Aber du bist überragender Mensch, ehrlich. Oh, danke schön. Danke. Okay, bist du bereit für letzte? Ich habe sie selber gemacht. Ja, selber ausgedacht. Ah, okay, ich habe das nicht gemacht. Dein Sohn ist ein guter Fußballer. Wäre dir lieber, er würde Handball spielen? Das ist eine schwere Frage, also, weil er hat Handball auch gespielt und irgendwie hat er so Lust verloren und in Fußball gewechselt und spielt auch Golf. Ich finde das auch gut, wenn er etwas Neues ausprobiert. Und bei Handball kann er später wieder anfangen, wenn er das möchte, weil er hat gute Körper für Handball und gutes Verständnis. Und er ist seit er geboren ist immer in der Halle und er weiß, wie das alles abläuft. Top. Jetzt bin ich dran. Ja. Also, letzte Frage steht hier. Okay. Okay, jetzt kommen wir wieder zum Steini. Ich weiß nicht, warum so viele über Steine hier, aber... Wegen ich habe eine E-Mail geschickt und ich habe gesagt, ja, okay. Ich will nur über ihn reden. Hat er dich ein bisschen besagt? Ja, ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Dann kommt die letzte Frage. Steine dürfte sich eine Frage für dich ausdenken. Oh, okay. Wer in der Mannschaft hat die schönste Waden? Oh, das ist nicht so schwierig. Ich glaube... Du. Echt? Ah, okay, ah, Steppi, ich habe die schönste. Das würde ich auch sagen. Svenno und Sascha. Svenno. Ich finde, Svenno hat eigentlich die schönste. Unser Physiotherapeut. Ja. Und sein Partner. Seine Waden ist Wahnsinn. Ja? Ja. So groß und durchtrainiert. Kräftig. Ja. Er hat so ein muskulöses Bein. Ja, er fährt so Fahrrad, also den ganzen Tag. Ja, das ist... Und also, was er schafft, trainiert wie ein Tag zwei Stunden lang, also und sogar zweimal. Und die Tempo auf dem Fahrrad ist also auch Wahnsinn. Tempo ist wie bei Tour de France. Ja, das kann man nicht wegnehmen. Ne, also 50 km/h oder so. Also bergauf. Ja, bergauf. Genau. Waden sind durchtrainiert und muskulöse Beine. Er hat muskulöse oder muskulöse? Muskulöse, also viel Muskel. Ja. Okay. Was habe ich gesagt? Ja, ich habe nur muskellose, das ohne Muskel. Ja, er hat einfach beides. Ja. Und ja, ich würde sagen, er. Das ist Wahnsinn. Aber die Steini, reden wir ein bisschen mehr über ihn. Er hat eine geile, richtig geile Loch. Ja, weißt du, wo die Loch ist? Ja, also ein paar Löcher kenne ich schon, aber... Diese kennt keiner, glaube ich. In seinen Brust? Ja, ja. Diese kennt keiner. Ne? Das war wegen, er wollte immer so Brust wie du haben und hatte trainiert ohne Ente. Und das hat einfach nur Loch bei ihm gekommen. Ja, ist falsch trainiert. Ja. Ja. So, die Waden und die schönste so Körper ist Lexi und dann ist Sven Raab mit den Waden, würde ich sagen. Einfach seine Füße, die sind Wahnsinn. Also er ist eigentlich überragend. Ja. Er wohnt... Wir können über Sven den ganzen Abend hier reden. Er wohnt auch... Ich glaube, wo wohnt er? Keine Zeit mehr. Ja, in Heidelberg und er fährt immer mit Fahrrad nach Kronach. Jeden Morgen und ich glaube, zurück. Er wohnt in Frankfurt. er ist verrückt. Von Frankfurt mit Fahrrad nach Kronach und dann zurück. Aber ich habe keine mehr Frage. Ja, ich bin aus. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir hier zu sitzen. Und du hast viele gute Dinge für mich gesagt. Ja, und ich hoffe auch für dich.
Hoffentlich treffen wir uns wieder in einem Monat. Ich hoffe auch. Dann finden wir noch etwas Neues. Wir könnten das auch einmal in der Woche machen. Dann fühle ich mich ein bisschen besser, wegen du hast so gute Dinge über mich gesagt. Dann gut für nächste Woche, weißt du. Ein gut für Selbstvertrauen und so. Sonst sind wir fertig. Wir können hier weiterreden. Mhm. Und ja, für euch, glaube ich, Feierabend. Und ja, wir freuen uns, euch wieder zu sehen in der SAP Arena und also auf alle unsere Spiele und auch auswärts. Und, ja, viel Spaß bei Anschauen und hoffentlich hat euch das gefallen. Ja. Vielen Dank und ja, tschüss. Ja, super. Unglaublich. Ja, das wird etwas Interessantes. Ja, vor allem was wenn.